herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Das beantwortest du nie. Heute mit Bill und Tom Kaulitz. Yeah, we're very international. Heute. Du gehst mir heute extrem auf die Nerven. Das Format heißt heute, das beantwortet ihr nie. Zum ersten Mal in diesem Format gibt es quasi zwei Pulse. Das haben wir noch nicht gesagt. Du gehst mir heute extrem auf die Nerven. Heute mit dabei in dieser Very Special Twin Edition, Bill und Tom Kaulitz, haben wir abgefrühstückt. Dankeschön. Richtig. Und packt jetzt eure Fragen für die nächste Folge jetzt schon mal in die Kommentare. Und wir haben unter der Folge mit Thorsten Sträter einen Kommentar abgefischt. Und zwar hat da Slader4230 geschrieben, bist du schon einmal mit der Hand in die Unterbuchse gefahren und das anschließend daran gerochen? Sag mal ganz kurz, habt ihr schon mal gemacht? Das ist die Frage an uns jetzt? Wir mal alle so als Freunde mal beantworten. Schon mal gemacht? Ja. Ja, okay. Ich habe noch nie in meine Hand gefurzt, nein. Nee, aber auch mal zwischen Beinen mal und nur gerochen. Und, ich weiß, dass Georg das früher, jetzt rieche ich mir wie ein anderes, Georg hat das früher oft gemacht. Ja. Und dann hat er uns mit der Hand gejagt. Ja. Ja, das ist aber. Weißt du noch? Ja. Ja. Aber es ist immer gemein. Bill sagt immer die Wahrheit über sich und packt einen anderen Namen davor. Okay. Ja. Und heute natürlich, weil ihr da seid und wir wissen, ihr trinkt sehr, sehr gerne sehr, 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 sehr teuren und sehr, sehr, sehr viel Alkohol. Ja. Haben wir heute auch Drinks vorbereitet. Migi, der Migi war das. Migi, genau. Applaus für Migi. Hey, Hammer. Der French 75. Yo. Und Malibu Bay Breeze. Cheers. 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 Auf Post, die Welt Post, gehen, oder? Post, darf ich Tom auch anstoßen Post, oder geht's Post, dazwischen? Auf Post. Unsere gemeinsame DNA. In Amerika sagt man auf Tom. Auf Tom. Auf Tom. Expanden? Ja. Alkohol nur in Maßen, nicht in Massen. Richtig. Was versteckt ihr, wenn ihr Besuch bekommt? Also wenn ich jetzt über Nacht Besuch habe, meint ihr? Also dann räume ich in meinem Bad immer so ein paar Kosmetiksachen weg, damit es so aussieht, als ob ich nicht so viel brauche. Okay. Kosmetiksachen. Weißt du, also ich mache dann mal so ein paar Concealer. Concealer, die ganzen Cremes. Ich reise schon mit einem ganzen Kosmetikkoffer. Man sieht es nicht, aber wo versteckst du die Sachen denn? Die schmeiße ich irgendwo in den Schrank. Ja. Ich mache das auch manchmal, wenn ich meinen Übernachtungsbesuch sehr, sehr sexy finde. Dann wache ich auch morgens auf, gehe schon mal ins Bad, mache mich schon mal fertig, lege mich noch mal hin. Und dann tue ich so, als ob ich gerade aufwache. Guten Morgen. Ich habe es gemerkt, Bill, beim letzten Mal. Ja? Und Tom, bei dir, was versteckst du? Shampoos würde ich wegmachen. Thomas Gottschalk sagt, ich komme nicht, wir suchen. Und dann was dann würde ich zum Beispiel, wenn ich ihm mein Haus zeigen würde, würde ich sagen, die Zahnbürste kommt weg. Ja, okay. Und ihr? Ich verstecke natürlich meine Freundin, wenn ich Weiberbesuch kriege. Genau. Schrank. Ich habe ein paar Kuscheltiere, die ich unter der Bettdecke verstecke. Du hast einen Schnuffel, einen Hasen, ne? Ich habe ein Häschen noch, habe ich da. Häschen. Zeig auf dich oder deinen Bruder. Wer hatte in den letzten 7 Tagen öfter Sex? In den letzten 7 Tagen? Oh, Benny. Ich war 7 Tage immer noch nicht in Deutschland. Okay. Du auch? Ich denke, ich hatte öfter. Wie oft hast du denn mal Sex die letzten 7 Tage? Letzten 7 Tage? Komm, jetzt bitte. Letzte 7 Tage? Denk dran, ich kann nicht telepathisch lesen, also wenn du lügst, fällt's auf. 3-mal? Okay, ich auch. Ja, auf wen habt ihr gezeigt? Ich habe auf Tom gezeigt. Der hat seit 7 Jahren keinen gehabt. Und ich war noch nicht 7 Tage in Deutschland und von daher. Nee, ich bin wahrscheinlich kurz vor Abflug. Ich bin auf jeden Fall untervögelt. Ich hatte eigentlich hier in Köln vor, ein Sexdate zu haben, aber wir haben so viel gedreht für unsere neue Sendung. That's my jam! Dass ich das gar nicht geschafft habe. Ja. Zahlen bitte. Wie hoch war eure größte Gage? Wir kriegen kein Geld für gar nichts. Nee. Wir machen alles nur, weil wir Bock drauf haben. Ja. Nächste Frage. Was kritisiert ihr an anderen, was euch selbst nicht gelingt? Boah. Also das ist relativ einfach. Ich gebe immer Beziehungstipps und ich bin aber schon seit 10 Jahren Single. Das stimmt. Also das stimmt. Es kommen auch immer alle zu mir, weil ich habe richtig gute Ratschläge. Das habe ich nie verstanden, warum das so ist. Warum? Ja, ich verstehe das auch nicht, aber ich habe gute Ratschläge für andere Leute, aber bei mir selber kriege ich das nicht hin. Das frage ich mich bei Psychologen auch immer zum Beispiel. Weil die den ganzen Tag die Leute beraten und die selbst haben wahrscheinlich ein ganz furchtbares Leben, oder? Also zum Beispiel meine Freundin, die daten dann immer alle so toxische Männer und so und dann sage ich natürlich, das geht nicht mal, das kannst du doch nicht machen. Und dann kommt ein Arschloch rein und ich denke sofort, oh, I'm in love. Aber stehst du auf Bad Boys? Nicht unbedingt Bad Boys, aber wahrscheinlich Bad Boys für mich. Aber die sind nicht generell Bad Boys, würdest du sagen? Nee, ne? Das ist Gangster mit einer Spinne hier. Arschlöcher. Keine guten Menschen. Bist du denn, Tom, bist du dann auch dann stutenbissig und passt auf den Bill auf? Immer. Weil wir waren immer eifersüchtig. In den ersten Beziehungen war ich immer extrem eifersüchtig. Ah ja? Ja. Na, eifersüchtig nicht, aber ich passe auf jeden Fall auf ihn auf. Das schon. Also er sagt mir das dann aber auch teilweise. Jetzt sag mal. Ja. So, ich sag dir doch manchmal, dann sag du doch auch mal was. Sag du doch mal was. Dann sag doch mal was. Tu doch mal Schläger an. Was kritisiere ich an anderen?
Ich bin ein bisschen unpünktlich geworden, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen unpünktlich geworden. Ich hasse, pünktlich. Ich hasse es aber, wenn andere Leute unpünktlich sind. Ist ein Riesenproblem für mich. Und was redest du an? Ich sage immer, dass du viel zu schnell redest und man dich kaum versteht. Ich rede aber selber sehr undeutlich und rede sehr, sehr schnell. Also jetzt sag mal. Ich sage zum Beispiel, ich bin sehr ungeduldig und ich sage ganz zu Benni, sei mal geduldiger, aber ich bin selber sehr ungeduldig. Ja, ungeduldig sind wir auch total. Wenn ich mir eine Jeans beim Otto-Versand bestelle, dann will ich, dass sie jetzt direkt bei mir ankommt und nicht erst in 2 Tagen zum Beispiel. Richtig. Ja, guck mal, ich habe hier gerade eine silberne an. Wer bringt zurück? Gruppenaufgabe. Stellt euch chronologisch nach aufsteigendem Sexappeal auf. Okay. Ich glaube, ich bin zu mir dran. Ja. Nichts Frage. Ich unterschreibe. Welche eklige Eigenschaft wollt ihr partout nicht ablegen? Ich popel. Und ich werde auch weiterhin popeln. Und? Was machst du denn noch damit? Sag du popelst? Sag den ganzen Prozess. Die Popel? Ich esse manchmal meine Popel. Wenn Leute im Auto sich immer so unbeobachtet fühlen und dann so krass in der Nase probieren. Ich habe Bauchnabelfluse, dann mache ich den mal so. So, jetzt sag mal. Ja, da stehe ich halt drauf. Ich rülpst oft und bei mir erwartet man das immer nicht. Darum sind dann alle immer so mega schockiert. Und ich denke mir so, ja, aber das macht doch jeder. Ja, aber weil die nicht nur laut sind, sondern auch stinken. Habe ich noch irgendeine eklige Eigenschaft? Fremdgehen oder so? Keine Ahnung. Ich zum Beispiel würde in der Gruppe jetzt, wenn wir so zusammensitzen würden am Tisch und ihr würdet alle essen, würde ich zum Beispiel mir meine Fingernägel feilen. Das finde ich aber gut. Das ist unfair, das geht nicht. Am besten über meine Nudeln. Ja. Ja, okay. Wann wart ihr das letzte Mal ehrlich enttäuscht von eurem Bruder? Bruder, war letztens bei der Moderation von That's My Jam. War ich von Tom enttäuscht? War ich von dir enttäuscht, dass du das so gesagt hast, so offen? Jo. Das ist enttäuscht. Warum? Weil er schlecht moderiert? Ja, weil ich schlecht moderiere und ich habe gedacht, Bill steht da ein bisschen mehr hinter das mir, dass er mich so abdeckt. Ja, weil er weiß, das ist meine Schwäche und er zeigt den Leuten nicht so. Und das finde ich total eklig. War ich echt enttäuscht. Da war ich enttäuscht dann wiederum von dir. Weißt du, ich enttäuscht von mir, wenn ich dann irgendwie in so einem Interview sitze oder ich sage so ein Wort falsch und dann nimmt er Bill jetzt auf, um mich fertig zu machen. So, die Auto? Das hast du. Ja, wenn du sagst, und ich sitze gern in die Auto, dann sage ich ja, die Auto? Aber dann nachher nach dem Drehsack kannst du mir den auch immer so. Das war scheiße. Tut mir echt leid. Das kannst du bitte lassen, da bin ich enttäuscht. Weil ich entschuldige mich nicht bei Tom. Nee, Bill entschuldigt sich nicht. Nee. Wir reden dann einmal nicht mehr drüber. Ich war letztens enttäuscht von Dennis. Wir waren in der Stadt verabredet, wollten feiern gehen. Und Dennis ging es den ganzen Tag schon schlecht. Er hat mir aber nicht abgesagt. Sondern wir haben dann vorgetrunken, waren in Kneipen. Und dann wollte ich weiterziehen. Und da hat Dennis gesagt, ich habe Bauchschmerzen. Ich will gerne nach Hause. Da war ich angesoffen und saß zu Hause und wusste nichts mit mir anzufangen. Aber ihr wolltet euch treffen zum Feiern? Ja, ich hätte schon morgen sagen können, dass es ihm schlecht ist. Wir hatten schon 3 Bier-Intos und sowas gehabt. Aber wie ist das? Das ist geil. Das heißt, ihr ruft euch dann morgens an und sagt so, ey, heute Dienstag, lass mal. Das steht schon in den nächsten Daten, klar. Ach echt? Ja, klar. Ihr plant das richtig durch, wenn ihr feiern geht? Oh, das ist ja bestimmt. Tom und ich machen und das dann macht ihr aber Club noch richtig auch? Ja, sicher. Ich bin angesprochen. Wir treffen uns gerne zu Hause, machen gerne Hauspartys. Aber nicht rausgehen, wegen Paparazzi? Nee, aber ich habe das Gefühl. Wir sind zu alt für Club. Was? Das ist eine falsche Aussage. Wer ist euer größter Feind? Der Mann im Spiegel. Der Mann im Spiegel. Mal nachdenken, ne? Das ist ziemlich deep und da kann ich nur sagen, da stehe ich zu und sehe es genauso. Warum? Weil man auch teilweise sehr selbstkritisch ist. Man hinterfragt viel. Finanzamt ist unser größter Feind. Ja, würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Gab es in eurer Karriere jemanden, der euch versucht hat, Steine in den Weg zu legen? Auf der Bühne irgendwie immer, bei Shows immer gleich der Tonmann, der euch absichtlich irgendwas gemacht hat, um zu sagen, ey, ihr seid voll Idioten. Ich muss die ganze Zeit rufen. Was ist unser größter... Leute, Musikbusiness auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Scheiße. Nein, da gibt's ganz viele, klar. Es gibt ja auch, das ist aber auch immer Motivation. Immer wenn irgendwas richtig geil klappt, dann sind wir immer ganz oft, dann unterhalten wir uns auch über die Leute und sagen, was meinst du, was die jetzt, wie die, wo jetzt im Office sitzen und gerade kotzen. Jetzt sag mal. Wer ist euer großer Feind? Ich würde immer noch sagen, wenn man mal weiter zurückgeht, immer noch Lehrer. Also alles, was Autorität hat, kann man nicht mit umgehen. Ja. Obwohl ich Polizisten ganz heiß finde, ist ja auch eine Autorität, aber ich stehe auf Uniform. Ja? Ja, das ist meine größte Fantasie. Ich werde Fahrradkorb im nächsten Leben. Das waren 60. Warten Sie mal kurz. Sie wissen, was gerade war. Was war das denn gerade für eine Aktion? Ich bin Fahrradkorb, bin vom Fahrrad gestiegen. Ach so. Alkohol nur in Maßen, nicht in Massen. Richtig. Welches menschliche Körperteil findet ihr als Kannibale am leckersten und warum? Eine Wade. Habe ich mir schon oft Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, eine Männerwade. Ich habe enorm gute Waden. Ja. Guck mal hier, den muss ich gut aus. Guck mal hier! Ja. Also wenn die richtig schön angegrillt ist, könnte ich mir das vorstellen. Kriege ich alles hin. Oder zweite Wahl wäre, glaube ich, Oberarm. Ich habe letztens Ochsenbäckchen gegessen. Und Ochsenbäckchen sind auch mega lecker. Also ich würde mir Guck mal meine. Weiß ich nicht. Na doch, du hast sehr saftige Backen. Du hast auch saftige Backen. Wir haben beide saftige Backen. Ja, aber ich weiß nicht, ob die schön ein paar Schmorzwiebeln drauf. Meinst du, die würden schmecken? Na klar. Ein Barbecue-Ketchup drauf und fertig. Ja, so Bruststück. Große Stückchen Busen von Silvia wollen. Aber eine Männerbrust. Meinst du nicht? Ich würde von Silvia wollen.
die würde ich gerne mal von ihrem Busen würde ich gerne mal kosten. Halt, stopp, jetzt bin ich! Vervollständigt den Satz, reich sein ist scheiße, weil... Weil man den Bezug zur Realität absolut verliert. Man kauft sich einfach mal so ein Auto, wo man keinen Führerschein hat. Wir müssen ja sagen, wir sind ja nicht reich. Wir beide sind nicht reich. Ja, wir auch nicht. Wir sprechen reich sein ist scheiße, weil... Fällt mir nichts ein. Reich sein ist scheiße, weil wenn man nur Geld hat, ist man nicht reich. Jo! Ja. Eben schon gesagt, man ist reich, wenn du solche Schlammer-T-Shirts trägst, aber die 300 Dollar kosten. Ja. Also jetzt sag mal. Ja. Das war's, das beantwortet ihr nie. Tom und Bill Kaulitz. Jawohl. Guck mal, ich bin schon wieder der Einzige, der seinen Cocktail trinkt. Oben, die Probleme Deutschlands erklärt. Da brauchst du aber ein langes Video. Die da oben und unten gibt's die letzte Folge. Das B. Du, nie. Oder auf Englisch heißt es. That's a question that you never answer to me. Tschüss. Bye.